waren ja 0-3 zurück. Das ist natürlich richtig hart und das tut weh. Und ich habe den Spielerinnen in der Kabine natürlich eine Menge dazu gesagt. Sie haben dann ihr Verhalten verändert, wir haben leicht umgestellt und es ist uns dann gelungen, einen Anschlusstreffer zu machen. Dann hat es lange gedauert bis zum zweiten Tor und zwischendurch gibt es dann eine Szene, die man natürlich dann auch einfach nur blöd bezeichnen muss. Wenn man Elfmeter kriegt, dann müssen unsere gestandenen Nationalspielerinnen da einfach hingehen. Und die Linda hat gesagt, sie wollte hingehen, aber dann muss ich einfach den Arsch in der Hose haben, die Spielerin beiseite schieben, den Ball da hinlegen und ihn verschießen. Oder ihn reinschießen. Es geht nämlich nicht darum, ob die Alexandra Popp den verschossen hat. Es geht darum, dass die junge Spielerin ein viel größeres Problem hat und wir uns jetzt an die Nase packen müssen, dass wir den Ball nicht reingemacht haben. Wenn es eine gestandene Spielerin macht, dann kann man immer noch sagen, okay, das passt halt heute zu dem Tag. Und diese Dinge, die summieren sich und dann kommen wir nochmal ran, haben noch einen Lattentreffer und auch noch 2-3 Aktionen, wo wir natürlich einen Ausgleich machen können. Aber wenn man immer so anfängt und in der gegen Essen dieses Zweikampfverhalten, diese Aggressivität nur über die Hälfte des Spiels zeigt, dann ist der Fußballgott eben auf Essener Seite, nicht auf Duisburger. Danke. Ja, danke für die Statements. Fragen an Ralf Angoli, Fragen an Martina Voss. Ja, bitte. Ja, weil sie ihn schießen wollte. Weitere Fragen? Bitte. Frau Voss, ich meine, beide Mannschaften haben auf dem gleichen Feld gespielt, nur was mir jetzt aufgefallen ist, dass in wichtigen oder in gewissen Situationen Ihre Spielerinnen oftmals ausgerutscht sind. Können Sie was zu dem Schuhwerk Ihrer Spielerinnen sagen? Also ich habe jetzt nicht bei jeder einzelnen Spielerin die Schuhe kontrolliert, aber meine Spielerinnen sind so erfahren, dass sie sicherlich das richtige Schuhwerk anhatte. Also der Platz war sehr reifig, auch Essen hatte manchmal Probleme. Es ist natürlich so, wenn du in die Vorwärtsbewegung kommst, werden Bälle mal an dir vorbeigespielt, sie kommen nicht so genau, rutscht man auch mal aus. Und ich denke, das war heute nicht der Punkt, warum wir das Spiel verloren haben. Schöne Bäcker, eine gute Einfahrt. Muss nicht unbedingt sein, aber das ist.